Klasse Kulisse in Krefeld. 4.500 Zuschauer in der Grotenburg, davon fast die Hälfte aus Wuppertal. Uerdingen in Blau, hier mit Pascal Schmidt. Da fehlt noch etwas die Präzision. Dann Pagano Richtung Idrissou. Mo Idrissou, den kennen wir noch aus der Bundesliga. Der von Anfang an diesmal dabei. Und dann Aufregung, ein kampfbetontes Spiel. Und die Uerdinger sagen, der Wuppertaler Aidogmus, der habe hier Glück gehabt, dass er nur verwarnt wird. Die Gäste, der Tabellenführer im ersten Durchgang nur mit wenigen Chancen. Der KFC leicht überlegen. Pausenstand 0:0. Zweite Hälfte, nun ein anderes Bild. Die Wuppertaler entschlossener und vorne gefährlicher. Hier haben wir Aidogmus. Das konnte das 1:0 für die Gäste sein. Und dann fällt es tatsächlich. Und wer macht es? Ercan Aidogmus. Minute 52, fast 37 ist er Aidogmus, so etwas wie der Claudio Pizarro der Oberliga. Die Weichen sind gestellt, der WSV nun mit der Spielkontrolle. Minute 88, alle Zweifel werden nun beseitigt. Wuppertal mit Mannstein zunächst an den Pfosten und dann vollendet Julian Krey. KFC, WSV 0:2.